Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Dom und ihr kennt ja schon die Videos von mir in Zusammenhang mit Selbstverteidigung. Und jetzt geht ja auch ein bisschen Fitness los und ich sage ja immer, trainier gut und hart. Und du hast ja schon in einem anderen Video hier oben gesehen, wie ich mein Back- and Biceps-Training mache. Und heute ist das nächste ätzende Workout angesagt. Es geht nämlich um die Schultern. Ja? Und eine massive Schulter ist auch wirklich gut für Wing Chun und Kampfsporttraining. Das heißt also, heute nehme ich dich mal mit auf die Reise und zeige dir, wie ich überhaupt mein Training gestalte, wie das bei mir aussieht. Denn ich sage ja immer, trainier gut und hart. Und damit du mal weißt, was damit gemeint ist, zeige ich dir das heute. Also Schultertraining beginnt heute. Ich habe hier meine Parallettes von zu Hause mitgebracht. Hinter mir seht ihr einen kleinen Calisthenics Park. Den werden wir heute nicht komplett nutzen, aber da vorne ist noch ein grünes Tor. Das werdet ihr gleich noch sehen. Und jetzt starten wir erst einmal mit dem Warm-up. Los geht's. So, das heutige Schulter-Workout ist sehr gelenkbelastend, sowohl für die Handgelenke wie auch für die Ellenbogengelenke. Und deswegen nutze ich hier meine Bandagen. Die binde ich mir um. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Wir starten jetzt gleich mit einem Warm-up, das wieder 3 Runden dauert. Jumping Jacks sind vorhanden, dann Pike Push-Ups, 15 Stück. Und anschließend Low Planks to High Planks, das Ganze 3 Runden lang. Und dann beginnt das Hauptworkout. Und das wirst du dir gleich ansehen. Und ich hoffe, du schwitzt ein bisschen mit mir. Wir sehen uns. Auf geht's. 45 Sekunden Jumping Jacks. Auf geht's. Den Pike Push-Ups. 15 hohe Planke zur tiefen Planke auf jeder Seite. Das war die erste Runde von 3 Runden Workouts. Die machen wir jetzt hintereinander und dann beginnt das Hauptworkout. Mein Freund dort draußen, ich habe jetzt meine 3 Runden Warm-up absolviert. In der Zwischenzeit hat sich eine andere Situation eingestellt, denn es regnet. Halten wir uns nicht von ab, das Training trotzdem durchzuziehen. Allerdings, wenn ihr im Regen trainiert, müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht abrutscht oder euch verletzt. Ja, also alles jetzt ein bisschen rutschiger, auch wenn ihr an die Parallels nachher geht, Liegestützgriffe, kann es natürlich sein, dass ihr abrutscht. Also schön trocknen die Klamotten, Handtuch mitnehmen, drüber reiben, Kreide in die Hände nehmen und dann geht's los. Wir sind heute in einem Advanced-Programm, also fortgeschrittenen Programm für die Schultern. Und gleich starte ich hier, links von mir befindet sich nämlich ein Tor, das seht ihr gleich. Und dann machen wir Handstand-Liegestütze, so viele wie geht. Wenn ihr keine Handstand-Liegestütze könnt, dann könnt ihr auch die Übung von gerade machen, nämlich diese Pike-Push-Ups. Oder ihr geht einfach nur in den Handstand, versucht mal zu tarieren und macht keine Liegestütze dabei. Die Übungen, die wir jetzt machen, werde ich jetzt an dieser Stelle einmal einblenden. So, du hast die Übung jetzt gesehen und wir starten jetzt mit der ersten Übung. Handstand-Liegestütze, Max Out. Und wie gesagt, ich mache das nicht frei. Ich mache das hier schön brav an der Wand bzw. an diesem Tor. Und du begleitest mich. Auf geht's. So, da wir heute einige Überkopfübungen machen, habe ich mir mein T-Shirt in die Hose gesteckt. Das sieht nicht schön aus, aber wir wollen ja nicht schön aussehen. Es soll ja effektiv sein. Und hier, wenn wir keine Matte drunter liegen haben, könnt ihr euch ja auch Radler-Handschuhe anziehen. Und macht euch bitte nochmal richtig vorher warm. Ne? Schön die Gelenke kreisen, die Schultern kreisen. Ja, alles schön geschmeidig und schmieren lassen, damit ihr euch beim Training nicht verletzt. Ja? Sollte selbstverständlich sein, macht man immer. Ich mache das auch zwischendurch. Das zeige ich euch jetzt allerdings nicht, nur damit ihr das wisst. Also ich fange jetzt nicht einfach sofort Handstandliegestütze, sondern erst einmal bitte schön ordentlich Gelenke schmieren. So, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht. Es regnet immer noch. Das heißt, das Tor wird jetzt ein bisschen rutschig sein. Also Obacht und aufpassen. Ich habe mir hier ein Handtuch hingelegt, falls ich keine Kraft mehr habe, damit ich nicht mit meiner Stirn peinlicherweise auf dem Asphalt lande, sondern mich hier auf dem Kissen oder auf dem Handtuch
abstützen kann mit der Stirn oder mit dem Kopf. Safety first, immer im Training. Ne? Wir ziehen uns ja auch Protektoren beim Sparring an. Hier ist das genau das Gleiche. Ich lege jetzt mal das Mikro beiseite und jetzt wird nicht gequatscht, sondern trainiert. Handstand, Liegestütze, Max Out nun absolviert. Es folgen nun 90 Degree Push-Ups, also 90 Grad plus Push-Up, auch Max Out, also so viele wie gehen. Und wir starten mal. Mikro lege ich wieder beiseite, damit ich es nicht kaputt mache. So, die dritte Übung im Bunde, Handstand Press negativ. Ich gönne mir auch wieder die Wand dabei. 7 Stück davon. Also mit diesen Liegestützgriffen Parallels in den Handstand gehen und dann langsam runter. 7 Stück. Los geht's. Nächste Übung sind Wall Walks, also Wandläufer. Ich ziehe mir jetzt hier die Radlerhandschuhe an, nicht weil ich irgendwie Probleme mit den Händen habe oder so oder mit dem Grip, sondern hier geht es darum, hier sind so viele Steinchen, die kriege ich nicht weggefegt, weil es geregnet hat mit dem Handtuch und deswegen habe ich keinen Bock, dass wir die ständig reinbohren. Manchmal liegt ja so eine kleine Glasscherbe, also ziemlich uncool. 5 Wall Walks hintereinander weg, mal gucken, wie das so funktioniert. So, jetzt folgt eine Übung, die mir regelmäßig sämtliche Energie aus dem Körper frisst, nämlich die Takt Planche Push-Ups on Parallels, also auf diesen Parallelbarren hier Liegestütze, angezogene Beine, nach vorne gebeugt. Ja, wollen wir mal gucken, 8 Stück davon. Sieben Elevated Pseudo Push-Ups to Pikes Press. Ja. Nicht quatschen machen, wa? Gefolgt von 15 Reverse Plank Leans. So, die letzte der 8 Übungen, die wir haben, ist der Handstand. Den halten wir, Max Out. Mal gucken, wie lange das noch geht. Alternativ hier logischerweise das Tor, die Wand zu Hilfe nehmen. So, mein Freund, das waren jetzt die 8 Übungen der ersten Runde im Zirkel hintereinander absolviert für stabile Schultern. Ich mache jetzt noch 2 Runden. Wie gesagt, du kannst immer runter droppen, den Schwierigkeitsgrad, wenn es dir zu schwer ist. Und mittlerweile hat es auch wieder ein bisschen aufgehört zu regnen, nur noch ein paar Tropfen kommen runter. Also kann die Motivation nur hoch sein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und wenn du wissen willst, warum wir für Kampfsport und Wing Chun auf jeden Fall Fitness betreiben müssen, dann guck dir das Video da oben an. Und wenn du Kanalmitglied werden willst, alles
in der Videobeschreibung, wenn du Equipment brauchst für deinen Sport, ebenfalls in der Videobeschreibung. Gibt Prozente, DOM15 ist der Code bei U-Sports. Bis zum nächsten Mal, hau rein. Sportfrei!